Was passiert denn in dieser Folge? Ja, Mann, der will einfach seine Kinder verkaufen, Mann. Ich weiß, was ist das für einer, Mann? Er hat einfach Gold von mir geklaut, ich sag's euch ehrlich, ne? Oh mein Gott, wo ist mein Gold, Dicker? Das ist mein Gold. Keiner nimmt mir mein Gold weg. Ich liebe mein Gold. Mein Gold ist das Schönste, was es auf dieser Welt gibt, Dicker. Was? Nein. Jungs, ich hab grad geträumt. Mein Gold ist einfach weg. Ich muss schnell gucken. Ich hab's einfach hier in der Küche versteckt, Digga. Nein, wo ist mein Gold? Was passiert mit meinem Gold, Mann? Was ist jetzt hier los? Was ist hier los? Irgendjemand hat was damit zu tun. Nicht, dass es er war. Ey, gut, Schupa, hast du was mit meinem Gold gemacht? Hast du irgendwas mit meinem Gold gemacht? Digga, was passiert mit deinem Kopf? Und was soll ich jetzt machen? Ach so, Digga, du meinst, wir sollen auf die Jagd gehen? Ja, komm mit, Gold, Schupa. Wir machen jetzt alles kaputt, Mann. Ich will mein Gold zurück. Irgendjemand hat mein Gold geklaut. Warte, komm mal her. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der in dieser Hütte der OGs, dass der mein Gold geklaut hat. Ey, ich schleiche mich jetzt ran. Ich schaue mal, ob in sein Haus irgendwo Gold gebunkert ist, weil ich rieche ehrlich gesagt bisher noch nichts. Ich rieche kein Gold. Entweder er hat mein Gold geklaut oder nicht. Digga, was passiert mit seinem Kopf? Okay, ich rieche hier eigentlich nur Silber. Du bist zu arm für Gold. Warte, ich höre mal zu, was er überhaupt macht. Digga, mobbt der gerade eine Wand? Digga, der rastet aus wegen seiner Wand. Lol, warum beleidigt er jetzt seine Wand? Wieso beleidigt er jetzt seine Wand, Digga? Hä? Er redet da voll. Hey, was machst du hier? Um nix, Digga, aber ich habe eine Frage, ne? Was hat deine Wand gemacht? Wieso hast du den jetzt gerade geschlagen? Guck mal, da war so, ja, zum Poster von mir gehangen und es ist auch weg. Warte, wie, das ist auch weg? Was meinst du, das ist auch weg? Und jetzt muss ich Wand neu tapezieren mit Tomate. Warte, wie, das ist auch weg? Was meinst du mit, das ist auch weg? Guck mal, hier hat so ein Bild von meiner Freundin von Digga, der Digga, warte jetzt mal, was passiert mit deinem Kopf? Lass mich doch mal ausreden. Was meinst du damit, das ist auch weg? Was passiert mit deinem Kopf? Woher weißt du, dass mein Gold weg ist? Ich wurde beklaut, Mann. Hä? Du auch? Ja, Digga, ich wurde einfach beklaut, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Warte, ich hab ne Idee, komm mal mit. Ich wurde beklaut, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Digga, warte, ich schwöre, ich weiß einfach nicht. Was denkst du, wer das war? Also, meine Freundin war es auf jeden Fall nicht. Aber guck mal, da hinten. Warte. Wer hat gefragt, ob es deine Freundin war? Wie kommst du darauf? War es etwa deine Freundin, Digga? War es etwa deine Freundin? Sie hat sich losgemacht, ich weiß nicht. Digga, das ist mir jetzt egal, Mann. Ich will mein Gold zurück. Ist mir egal, was deine Freundin gemacht hat. Ey, aber ich hab ne Idee. Lass mal zum, kennst du Goldkette? Dieser No-Skin-Vater von den drei No-Skin-Kindern? Ja, dieser Rapper. Ja, Digga, das ist voll der Krasse. Lass mal zu ihm nach Hause gehen. Lass mal schleichen und schauen. Vielleicht hat der geklaut. So, Community. Wir gehen jetzt hier zu der No-Skin-Armee. Hier leben drei No-Skins und ein Vater. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mein Gold geklaut haben. Wir gehen mal dahin, reden mit denen. Digga, ich verstehe das gar nicht, Mann. Wir sind gleich da und der Typ schaut einfach den ganzen Tag Fernsehen an, Alter. Das ist nicht mehr normal. Warte, ich hör mal zu, was der sagt. So, jetzt erstmal ein bisschen TV schon. Ah, was ist denn das? I'm Nate, das hat ein neues Video hochgeladen. Direkt liken, Digga. Was passiert in Army? Juhu. Oha, Digga. Alter, das bockt unnormal. Let's go. Erstmal eine Runde Dings da. Eine Runde ein Mädchen. Was? Die klären ein Mädchen? Geil. Der Typ schaut einfach gerade meine Videos an, Digga. Was ein krasser Typ. Und der hat safe mein Geld geklaut. Wieso schaut der meine Videos an? Weil der kannte mich doch gar nicht. Ich glaube, er ist bei mir eingebrochen, hat gesehen, ich bin YouTuber. Er hat das Gold versteckt und schaut jetzt erstmal meine Videos an. Digga, das kann nicht sein. Warte, ich schau mal andere Zimmer. Der hat hier auch Kinder und so. Mal schauen, was seine Kinder machen. Und hier sind zwei No-Skins. Was machen die gerade? Ich hör mal zu. Ja, die schlafen, Alter. Schau mal, wie viel die schlafen, Junge. Der Vater arbeitet nicht, keiner arbeitet und die schlafen den ganzen Tag. Ach, du meine Güte. Warte, hier ist noch ein No-Skin hier am Fenster. Mal schauen, was der macht. Digga, der... Mann, mir ist so langweilig. Lol. Ich bin mega gespannt, was der Vater jetzt macht. Warte, ey, ich hab dir die ganze Zeit gesagt, du sollst schlafen gehen. Du bist der Einzige, der aussieht wie ich und du bist der Einzige, der nicht hört. Was soll das? Immer machst du Probleme. Deine Brüder sind schon alle im Bett. Was soll das, Mann? Warte, er soll schlafen gehen. Geh den ganzen Tag arbeiten. Ab ins Bett jetzt. Ey, Jungs, OGs, Skullschupper und Gutschupper. Wir müssen jetzt so machen. Fernsehen gucken. Wir müssen jetzt so machen. Was passiert mit Army? Digga, Jungs, wir müssen jetzt irgendwo einen Beweis finden, dass er mein Gold geklaut hat, Mann. Wir können ihn ansonsten nicht entführen oder angreifen. Mann, wollen wir einfach klingeln? Ja, warte, ich würde sagen, Digga, Floxy, Freezy, komm mal her, ich und du verstecken uns im Busch. Floxy, du klingelst bei ihm und sagst einfach, du verkaufst ihm Brot, Digga, gib ihm einfach Brot und schau, mit was er zahlt. Wenn er mit Gold zahlt, dann wissen wir, er hat mein Gold geklaut, okay? Let's go, Bro. Beste Idee, EU-West. Was ist denn da zu dieser späten Zeit? Hallo? Hallo, ich verkaufe Bäckerei.
Zeigen Sie mal her. Hier, eine Brot, 2 Euro. Oh, sieht sehr lecker aus. Wie viel kostet das? 2 Euro. Okay, ich muss eben einmal nachgucken. Ist das okay, wenn ich eben, ich lasse die Tür offen, ich muss eben ein bisschen Geld holen, okay? Okay. Warte. Ja, kein Problem. Ich hab irgendwie das Gefühl, der holt jetzt Gold. Komm. Ja, was los? Komm, der hat die Tür offen gelassen. Warte. Ich schleich mich schnell ins Haus rein. Ich schleich mich hier rein. Warte, er sieht mich nicht. Okay, warte. Da ist jetzt vorne. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin wach geworden. Ich habe nur noch einige Taler übrig, aber ich kann dir hier einen Goldtaler geben. Ich hoffe, das passt auch. Warte. Mein Freund, einfach raus. Einfach raus. Sei leise und geh einfach raus. Kinder, ich komme. Nein, deine Kinder hören dich nicht mehr. Geh einfach raus. Komm mal mit. Das ist eine Entführung. Und diese Entführung entspricht jetzt einfach einer polizeilichen Erfassung des Zieles der Goldgrubenfänger. Und ich muss jetzt eigentlich sagen, Digga, du hast es verkackt. Du hast es nicht geschafft, denn du hast verkackt. Aber was passiert eigentlich mit deinem Kopf, wenn du redest, Digga? Schau mal, erzähl mal, Freezy. Okay, Freezy kann gerade nicht reden. Okay, es gibt ein Problem. Bro, erzähl mal. Hat der das Gold geklaut oder nicht? Sehr ehrlich. Ja, Junge, der hat mit seinem Gold bezahlt, auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass einfach so ein Sklavenreiber Menschen hält. Woher hast du das Geld? Ich habe mir das hart erarbeitet. Ich arbeite jeden Tag. Aber nirgendwo in dieser Welt, schau dich mal um. Nirgendwo in dieser Welt zahlt irgendjemand mit Gold. Wo hast du das Gold? Sag mir die Wahrheit. Ich bin reich. Ich habe Prinz Markus Tutorial gemacht. Du denken, das ist witzig oder was passiert mit deinem Kopf? Okay, ich gib's zu. Ich bin irgendwo eingebrochen und hab's geklaut. Bitte bestraf mich nicht. Tut mir leid. Okay. Jungs, lass mich mal mit ihm alleine reden, Digga. Jetzt gibt's paar Wachweiten. Komm mal mit, Digga. Was passiert eigentlich mit deinem Gesicht, Mann? Digga, schau mal. Du sagst zu mir, du hast Gold geklaut, Mann. Was passiert mit deinem Kopf, Mann? Give me my money back. Ich brauch das Geld zurück, Mann. Du musst verstehen, ich hab drei Kinder. Digga, mein Vater arbeitet den ganzen Tag bei der Baustelle, Mann. Meine Mutter ist Türke, mein Vater ist Kurde. Meine Mutter ist Kurde, aber mein Vater ist Albaner. Und zugleich ist auch mein Vater Deutscher. Aber das Problem ist einfach, ich bin Amerikaner. Weißt du, wie das passiert ist, Digga? Lass mich dir mal kurz erklären. Ich bin einfach Amerikaner geworden, indem ich mir meinen Warte, was sollte das jetzt gerade? Was war das jetzt? Wieso hast du das gemacht? Du musst auch verstehen, dass ich habe drei Kinder. Was soll ich machen? Meine Frau ist vor 12 Jahren abgehauen. Ja, aber wieso machst du sowas, Mann? Ich rede doch gerade mit dir. Wieso machst du sowas? Mann, du hältst jetzt dein Maul. Gib mir jetzt mein Geld, ich habe keine Lust mehr auf Späßchen. Gib mein Geld einfach. Oder du bist tot. Was willst du? Willst du sterben oder willst du mein Geld geben? Bitte, ich habe Kinder, verschonen Sie mich. Aber I want my money back, man. I want my money back. Give me my money, man. Warte, ich esse was. Siehst du das? Das ist Gold. Das ist einfach Gold und ich esse Gold. Jungs, wartet hier. Ich bin hier zum Monster mutiert. Komm mal mit. OG-Skins, kommt mal mit. Hab einen Plan. Ich darf meine Kinder nicht allein lassen. Gleich ist es Schulzeit. Ich hab meinen Plan! Komm mal mit. Setz dich hier auf diesen Werkzeugkasten, okay? Setz dich darauf, Alter! Hast du verstanden? Bitte, okay, Jungs. Mir nicht. Nein, wir tun dir nichts. Okay, Jungs. Hört mal zu. Ich werde jetzt bei Ihnen zu Hause einbrechen. Ich hole jetzt einen Sohn nach dem anderen, bis er mir das Gold gibt. Er sagt, er hat es geklaut, aber er will es mir nicht geben. Ich hole jetzt seine Kinder. Ihr passt auf ihn auf. Wenn irgendwas passiert, okay. Er verschwindet oder so, dann seid euch sicher, was passiert mit deinem Kopf, dann ist eiskalte Kugel drin. Okay, ciao, bis gleich. Warte, bitte, noch. Okay, was los? Ey, ruhig. Ja, was los? Bitte tu meinen Kindern nichts. Deine No-Skin-Kinder. Okay, ich sag dir ehrlich, ich werde die nur töten, männlich, okay? Bitte mach denen nichts. Ich töte die nur. Ich liebe sie aber. Aber ich töte die doch nur. Ey, Bro, Nate, jetzt komm mal mit, ich muss dir was sagen. Du bist ein Psychopath, verschwinde. Was, erzähl mal. Anstatt du die tötest, warum verkaufst du die nicht einfach? Meinst du die No-Skins verkaufen? Ja. Warte, es gibt doch No-Skin-Händler. Es gibt doch No-Skin-Händler in Sweaty Sands. Ja, Digga, lass die No-Skins verkaufen. Ey, du hast mir mein Gold alles weggeklaut, du hast alles ausgegeben. Du wirst jetzt mit uns mitkommen, du wirst deinen Kindern erzählen. Warum weinst du jetzt aber? Du musst doch verstehen, was soll ich denn machen? Meine Frau ist vor 12 Jahren abgehauen. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Mir eine neue kaufen. Ja, dann verkauf. Guck mal, wenn du einen No-Skin verkaufst, ist okay. Dann hast du mein Gold zurück. Verkauf einfach 2 von deinen Söhnen und einen kannst du mir geben und den restlichen kannst du dir eine neue Frau holen. Du gehst jetzt mit uns zu deinen Söhnen. Das passt.
Dann hast das du auch. Warte, willst du dein Ernst? Willst du einfach dein Sohn verkaufen? willst du deinen Sohn verkaufen oder was? Ja, klar, Gold ist wichtiger. Let's okay, go. Okay, okay, ich komme. Auf geht's, mit. Jungs. Jungs, wir müssen uns verstecken. Lass einfach zuhören. Ey, du musst ihnen jetzt erklären, dass du die verkaufst und so weiter, Digga. Ich bin gespannt, wen er verkauft. Aber ich glaube, der verkauft bestimmt seine kleine Tochter und den anderen. Den Schwarzen, der genauso wie ihn aussieht, den lässt er bestimmt, weil er so ein Rassist ist. Beziehungsweise so ein. Och Gott, Digga, lass einfach zugucken. Ey, Jungs, versteckt. Einer versteckt sich hier in diesem Busch. Freezy, du versteckst dich in diesem Busch. Und ich höre einfach hier vom Fenster zu, wie er seinen Kindern erklärt, dass sie die jetzt verkaufen. Mist. Digga. Bro, ich hab meinen Schlüssel vergessen. Kinder, macht auf. Ich bin's. Aufmachen. Ja, okay, okay. Warte, ich verstecke mich jetzt schnell. Oh, die Kinder kommen jetzt. Oh, Kinder, guten Tag, ich bin wieder zurück. Ich war ein bisschen arbeiten. wir haben ein kleines Problem. Kommt bitte rein. Bitte, bitte läuft weiter. Ich komme hier nicht durch. Setzt euch hin. Setzt euch alle drei bitte auf die Couch. Wir müssen miteinander reden. Was gibt's denn? Auf die Couch. Du hörst nie zu. Auf die Couch mit dir. Wir müssen, ihr wisst ja, wir haben ein paar Geldprobleme. Und zwei von euch müssen einfach weg. Es ist einfach so. Ihr müsst einfach weg. Er verkauft jetzt einfach seine Kinder, Digga, ich glaub's nicht. Der Typ ist so komplett nee. Krank. Es ist einfach so, ihr müsst einfach weg. Ich hab mich dazu entschieden, dass du wegkommst. Du kannst auch weg. Wie ich es befürchtet habe, er hat einfach den Schwarzen nicht verkauft, weil er so wie ihn aussieht, aber die anderen zwei hat er jetzt verkauft. Alter, Digga, warte, ich will mal hören, wie die Reaktion von den Kindern ist, wenn er sagt, ihr seid nicht mehr meine Kinder, ich verkaufe euch für Geld. Kinder, bevor ihr etwas sagt, möchte ich euch noch was sagen. Wartet, bevor ihr noch was sagt. Ich habe euch immer geliebt. Also den anderen habe ich ein bisschen mehr geliebt, aber ich habe euch trotzdem auch beide sehr geliebt. Lisa, du warst zwar manchmal etwas kachig drauf, aber trotzdem mochte ich dich sehr krass. Und Ben, du warst ein sehr, sehr guter Freund, aber das Geld ist mir einfach wichtiger. Das ist halt einfach in dem Fall so. Was für Freund, nein, ich war dein Sohn! Ach komm, weg mit dir. Raus da jetzt, weg mit den Viechern. Kommt, wir müssen gehen. Oha. So, Sohnemann, ich geb dir noch ein kleines Küsschen. Wir sehen uns später. Nicht. Alter, er liebt Kinder den Schwarzen mehr als alle anderen. Ey, OG-Skin, Skull und Freezy, komm mit. Wir müssen ihn jetzt verfolgen. Hier, Sohnemann. Ey, yo, was geht? Yo. Wir sind jetzt auch am Start. Sohnemann, wieder reingehen. Ich hoffe, du hast es jetzt geklärt mit deinen Kindern. Du verkaufst die jetzt, gehst ne? Rein. Wie läuft's jetzt, No-Skins hier? Werdet ihr jetzt verkauft, ne? Ey, komm mal mit. Ey, No-Skin, du, komm mal bitte mit. Ich will mit euch reden. Komm mal bitte mit. Ey, haltet den Vater dort fest. Wie heißt du? Ey, ich hab alles getan. Lass ihn Ruhe. Wie heißt du? Ben. Ben, was ist mit deinem Vater los? Der will dich einfach verkaufen, Digga. Ich hab's grad nicht geglaubt, aber der meint's jetzt ernst. Ich weiß es nicht. Was, Digga, du armer Junge. Was ist mit dir? Ich weiß auch nicht. Okay, Mann, der will einfach seine Kinder verkaufen, Mann. Ich weiß nicht, was ist für einer, Mann. Er hat einfach Gold von mir geklaut, ich sag's euch ehrlich, ne? Nein, ich muss mich beruhigen. Bleib mal stehen. Ich schwimm nur ein bisschen. Ja, lass ihn in Ruhe. Ich hab den ganzen Tag wieder Fernsehen geguckt. Okay, schaut mal. Ich sag euch ehrlich, weint jetzt bitte nicht, ne? Ich werde mein ganzes geben, um euch zu retten. Ich find euch echt süß. Euer Vater will euch verkaufen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich lasse euer Vater glauben, dass wir euch verkaufen. Aber ich sag zu dem Händler, wir geben den Vater ab, weil der Vater ist größer als ihr, ist komplett groß und so. Den verkaufen wir für das Dreifache. Dann holen wir euch einen neuen Vater und ich krieg auch mein Geld zurück, was er geklaut hat. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Okay, gut, wir verkaufen jetzt euren Vater. Let's go, kommt mal mit. Ey, Vater, wir verkaufen jetzt deine Söhne. Kommt mal mit, kommt. Endlich weg mit den Viechern. Ja, Mann, weg mit den Viechern, Alter. Braucht doch kein Mensch deine hässlichen Söhne, Alter. Was passiert mit den Köpfen? So. Ich freu mich so, du Männer. So, einmal weg mit euch. Weiterlaufen. Sei mal ehrlich, welchen von denen hast du am meisten gehasst? Weil du verkaufst dich jetzt sowieso, Digga. Sag auch deine ehrliche Meinung. Ich muss ehrlich sagen. Nimm mich, ich opfer mich. Ach komm. Sie habe ich in. aber er ist auch ganz in Ordnung. Du kleiner Mann. Lecker. Komm her. Nee, aber ich bin dir ganz ehrlich, ich mochte den Ben nicht so gerne. Der hat immer seine Zahnspange überall liegen. Das ist ja widerlich. Echt widerlich. Okay, okay. Wird doch immer seine Pickel überall ausgedrückt. Der Händler ist bei Sweaty Saints. Wir gehen jetzt dahin und verkaufen euch dann. Es hört sich so scheiße an, man, ganz ehrlich. Community, wir gehen gerade zu dem Händler, wir verkaufen die No-Skins. Und danach, was der Vater nicht weiß, ich werde den Vater verkaufen. Ich bin mega gespannt, wie seine Reaktion ist, wenn seine Kinder auf einmal ihn verkaufen wollen.
bin so mega gespannt, Alter. Ey, was ist los mit dir? Was, warum schießt du denn? Alles okay? Was ist denn das hier für eine Rampe? Floxy, hast du irgendwas gesehen, Digga? Hast du irgendwas gesehen? Nein, guck mal, da vorne war irgendwo dieses Schild von diesem Rotlicht. Ich wollte nicht, dass die Kinder das sehen, weißt du, wie ich meine. Ach so, okay. Ich verstehe, was du meinst. Du wolltest, okay. Also, der Händler ist hier oben. Ich werde jetzt kurz mit dem Händler reden und danach könnt ihr dann alle hier reinkommen. Jungs, Noskins und der Vater, stellt euch hier auf. Ich muss mit dem Händler reden, ne? Weil das ist eine illegale Angelegenheit. Deswegen, ich muss mit ihm reden. Der muss uns durchchecken. In den Viechern möchte ich aber nicht stehen. Du musst da jetzt kurz stehen. Ey, Renegade Raider, du stehst jetzt da auf. Haltest Wache, dass keiner abhaut. Und Floxy, du kommst jetzt mit mir. Wir gehen jetzt hier hoch. Okay, Bro, Floxy, wir haben ein Problem, Mann. Wir haben ein Problem. Es gibt gar keinen Händler, welches? Digga. Ich hab ihn angelogen, Mann. Ja. Es gibt gar keinen Händler. Wir machen jetzt einfach so, du tust einfach auf den Händler, okay? Bis wir den Vater erschossen haben und seine Kinder bringen wir zurück, Digga. Ich hab Mitleid mit denen, Mann. Lass den Kindern einfach ein bisschen Geld geben. Die Kinder lassen wir einfach zu Hause. Wir geben denen ein bisschen Geld und fertig, okay? Den Vater töten wir einfach. Bro, so, es hat keinen Sinn mit dem, Mann. Sag ich dir ehrlich. Der ist einfach komplett crazy in seinem Kopf. Guck mal, sag einfach, ich bin der im Händler sein Cousin, weil wenn er mich dann oben hier sieht. Ja, okay. Vater, komm mal her. Du willst ja deine Kinder verkaufen, ne? Komm mal mit. Der will mit dir reden, so. Warum du sie verkaufen willst, wie groß die sind, allgemein noch, was deine Kinder für Stimme haben, was, wie schön die sind. Je nachdem. So, wenn deine Kinder schön sind, dann bekommst du mehr Geld. Wenn die hässlich sind, bekommst du auch ein bisschen weniger Geld. Deswegen, Wo befindet er sich denn? Der befindet sich hier. Geh mal hier rein. Das ist der Cousin von dem anderen. Das ist der Verkäufer. Wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ja, er will jetzt seine Kinder verkaufen. Ich denke, Sie haben das Angebot schon mitbekommen. Ich habe zwei sehr, sehr breite Dinger am Start. Ich denke, Sie können sehr gut arbeiten, sind kräftig, ungefähr beide 1,60 groß. Und ich kann nicht mehr, Mann. Ich muss weinen, Digga. Kann ich mir mal die Prachtexemplare anschauen? Haben Sie mit? Aber du kannst doch auch bestimmt gut arbeiten. Sie können doch bestimmt auch gut arbeiten, oder? Ist es dein Ernst? Du willst deine Kinder verkaufen, ne? Ich dachte die ganze Zeit, du machst Spaß, aber es ist dein purer Ernst, Mann. Ey, sperr ihn ein, Mann. Was? Nein, lass mich raus, ich hab alles getan, was ihr wolltet. Entschuldige dich, oder wir töten dich jetzt, Mann. Was passiert eigentlich mit deinem Kopf, Mann? Wie Entschuldigung? Gib dir gleich Entschuldigung. Guck mal, du wolltest einmal deine Kinder verkaufen für Geld. Bitte, ist das dein Ernst, Mann? Tut es dir nicht weh? Denk an meinen anderen Sohn, den ich liebe. Wie, den anderen, den du liebst? Und wieso liebst du die nicht? Ich musste sie bei mir haben. Die Mutter hat eigentlich nicht fremdgegangen. Ey, weißt du was? Ich muss mal kurz eine Kippe rauchen. Ich muss kurz eine Zigarre rauchen. Ich muss frischen Kopf bewahren. Dann komm ich wieder runter. Nein, du bleibst hier. Bleib dort mit ihm. Ey, lass ihn nicht raus. Lass ihn nicht los. So, Community, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hat mega Spaß gemacht, aufzunehmen. Jungs, das ist ein Unterhaltungsvideo an die, die es immer noch nicht gecheckt haben, dass es auf diesem Kanal keine Fake-Videos gibt. Wenn ihr denkt, dass ich Fake-Videos mache, allgemein und nuller IQ habt oder so, dann verlasst einfach bitte meinen Kanal. Und wenn ihr aber meine Videos feiert und mich einfach kostenlos supporten wollt, dann lasst jetzt auf Erde alle einfach ein Abonnement da. Einfach kostenlos abonnieren auf irgendeiner Basis. Das würde mich so hart freuen. Und an alle Leute, die den zweiten Teil von diesem Video sehen wollen, die klicken jetzt unten in den Link. Und zwar schauen bei meinem zweiten Kanal rüber. Da haben wir den zweiten Teil gedreht. Und zwar, wie ich eigentlich diesen OG Skull Trooper kennengelernt habe. Schaut da alle jetzt vorbei. Kuss geht raus. Alle, die mitgemacht haben, sind verlinkt. Schaut unbedingt bei Real Oxy vorbei. Der Ehebruder Real Oxy ist der Vater von den Kindern gewesen. Der hat den gespielt. Und ich kenne ihn schon so lange. Bitte checkt den ab. Abonniert ihn. Und ich hoffe, wir schaffen was Krasses zusammen. Was Passion Army Forever. Und schaut mal, Jungs. Ich verdiene gar kein Geld mit diesem Video. Und ich lade es trotzdem hoch. Ich werde es trotzdem gut bearbeiten für euch. Das Einzige, was ich von euch will, dass ihr einfach mir auf meinem zweiten Kanal geht und den zweiten Teil anschaut. Oder mir auf Twitch folgt und da ein Follow da lässt. Kuss geht raus. Beste Army, ich liebe euch.